Wildnis zeichnet hier vor allen Dingen aus, dass es eine große, unzerschnittene Fläche ist, wo sich wilde Tiere und Pflanzen frei entfalten und ausbreiten können. Unzerschnittene Gebiete, gerade in Form von Wald- und Moorgebieten, sind unglaublich wichtig für den Klimaschutz. Wildnis ist für mich einfach nur faszinierend. In den nächsten 20 Jahren wünsche ich mir für Deutschland, für die Wildnisregion, dass man noch mutiger oder auch entspannter wird diesen Gebieten gegenüber, dass man sie mehr zulässt und sie einfach als das nimmt, was sie sind. Also natürliche Gebiete, die in sich selbst funktionieren, die uns viel beibringen können, viel mitteilen können, die aber auch einfach nur wahnsinnig schön sind. Wildnis ist schützenswert, weil es einen Eigenwert besitzt und weil es auch einen großen Wert für uns besitzt. Und wenn man hier sitzt und Gedanken und Augen schweifen lässt, kommen immer wieder Neuigkeiten. Es kommen Tiere, man findet neue Pflanzen. Man ist losgelöst etwas vom Alltag, vielleicht sogar ein bisschen zurückkommen zu sich selbst. Wildnis in Deutschland ist ganz was Besonderes, weil es sehr selten ist. Es sind nur ganz wenige Bereiche da, wo man wirklich von Wildnis sprechen kann. Die, wo wirklich von Menschen so gut wie nicht beeinflusst sind. Ja, es ist für mich einfach ein Stück Heimat.